Schönen guten Tag. Willkommen zu Wallworld. Dit ist ein Roguelike. Mega schwer. Laut Beschreibung. Macht mega Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Ist ein 5-Euro-Titel. Geht voll ab. Ich muss mich mit einem Schluck Getränk stärken. In der Zeit habt ihr vielleicht Zeit gehabt, das zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich es vorlesen sollte. Ich mach's mal. Mein Opa sagte einmal, dass die Mauer einen Rand hat und dass die Menschen früher unten auf dem Boden lebten. Er sagte, die Erde sei rund. Klingt verrückt, oder? Wie kann man auf einer Kugel leben? Und woher weiß er von diesem angeblichen Boden? Wir leben schon seit mehreren Generationen an der Mauer und bisher hat noch niemand auch nur die Spur einer Decke oder eines Bodens gefunden. Die Mauer erstreckt sich unendlich weit in alle Richtungen und ihr Innerstes versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Eigentlich wäre es gar nicht so schlecht, wenn da nicht die Zyrex wären. Diese Kreaturen greifen wie ein Uhrwerk an, also solltest du dich nicht zu weit aus der Deckung wagen. Aber manchmal müssen wir diese Ausflüge trotzdem machen. Früher oder später werden die derzeitigen Minen erschöpft sein. Die einzige Chance, eine solche Expedition zu überleben, ist, dein Robo-Spider und der mit ihm verbundene Mauerläufer Notanzug. Aber selbst mit der richtigen Ausrüstung kommen nicht alle zurück. Nicht einmal die Hälfte von ihnen tut das. Aus irgendeinem Grund möchte ich immer mehr glauben, dass diejenigen, die nicht zurückkehren, genau diesen Rand gefunden haben, von dem mein Opa sprach. Vielleicht haben mich seine Worte mehr berührt, als ich dachte. Vielleicht bin ich deshalb auch ein Mauerläufer geworden, um den Rand der Mauer zu finden. So, jetzt können wir loslegen. Ich habe da schon mal angefangen, um reinzutesten. Na, es ist jetzt nicht, ich mache jetzt nicht ganz blind. So, das ist Kalle Kiesel, Alter. Kannst du dich aber drauf verlassen? Ah nee, Kalle Kiesel geht ja nicht. Kalle Kiesel ist schon da. Warte kurz, ich lösche Kalle Kiesel. Ja, Kalle Kiesel, ist ja klar. Also wenn was, dann das. So, Kalle Kiesel, hier, wir fangen mal an. Wir haben kein Geld. Hier kannst du, glaube ich, dein Robo-Spider upgraden. Also ich glaube es nicht. In dem Fall weiß ich das tatsächlich. Wir könnten vielleicht... Nee, lassen wir. So. Ja, dann geht das los. Ist einfach der einfachste Weg. Einfach los. So, bei Wallworld. Jetzt müssen wir einen Mineneingang finden. Und dann müssen wir uns da ranbohren. So, das ist unsere Spider-Tante hier. Also, Tante ist ja vielleicht, weiß ich nicht. Und jetzt müssen wir uns vom Anzug trennen und dann müssen wir los hier. Ja, dann müssen wir jetzt hier... So, da können wir jetzt hier... Das geht auch gleich weg. Ich habe was eingesaugt. So, jetzt greifen sie schon an. Ach du Heiland, deine Sterne. Ist alles zum Reinkommen, quasi. Leichtes Tutorial. Da kommen Tyrex angelaufen und wir schießen die jetzt weg. Und das sieht am Anfang alles ziemlich easy peasy aus, aber diese Kacknasen kommen da am Ende mit richtig Krawall an. So, und was ist jetzt unser Auftrag? Wir erkunden jetzt hier die Mine. Wir bohren quasi stundenlang in die Wand rein. Ich frage mich gerade, ob man hier, nee, da unten rechts in der Ecke, wo ich da abgebildet bin, ist nichts, was man sehen muss. Ich werde das nochmal überprüfen, wenn wir an der Mauer sind. Dann würde ich vielleicht gegebenenfalls in den Momenten die Kamera wegmachen. Weil man will ja auch das Kriegsgeschehen mitkriegen. Ne? Das ist ja, wäre doof, wenn man das nicht dann nicht sieht. So, das sind, was wir da einsammeln, das sind Ressourcen, mit denen wir unseren Anzug und den Spider im Level verbessern können. Da können wir Upgrades kaufen. Jetzt wie in dem. Ja, und das andere, was wir da oben rechts, diese hier, das da, das ist quasi die Währung. Damit kaufen wir dann vorne für den Spider die größeren Updates. Ja, die Verbesserungen, was weiß ich, dass die Gegner später kommen, dass man eine bessere Haltbarkeit hat. Pipapo. Unten links, die grüne Leiste ist der Zustand unseres Wandläufers, wie defekt er ist. Und das hier ist dann, wann die Gegner kommen. Das rechte davon, das habe ich noch nicht zuordnen können. Wenn das wer weiß, gerne in die Kommentare. Ich habe noch keine Ahnung. So, und nach 18 Minuten passiert dann irgendwas. So, die Viecher können irgendwie fliegen. Und laufen. Es sind nicht die einzigen, die kommen. Du kannst jederzeit in den Spider springen und dich entlang der Mauer auf der Suche nach weiteren vielversprechenden Minen machen. Ja, ja, das ist mir klar. Moment, wir müssen uns mal gerade... Jetzt können wir schon mal anfangen abzugraden. Ich persönlich finde den Laser immer ganz toll.
Am Anfang sind die Wellen noch sehr überschaubar. Da braucht man nicht so einen super ausgerüsteten Wandläufer, aber es wäre halt schön, wenn du ein bisschen schneller abbaust, damit du nicht so viel Zeit in der Mine verbringst. Weil wie gesagt, du hast ja immer nur ein begrenztes Zeitlimit, in dem die Viecher dann wieder angelangt kommen und du schießen müsstest. Außer du hast irgendwas gefunden, was das Schießen für dich übernimmt oder was dir hilft, dich zu verteidigen. Aber naja, das ist halt auch immer so ein bisschen Glückssache. Ich kann nicht sagen, ob man das später dann irgendwas kriegt, was man festkaufen kann, quasi, was man dann immer hat. Da habe ich tatsächlich keinen Plan, weil soweit war ich halt noch nicht. Wisst ihr, das da ist schon irgendein Upgrade. Das ist was, was man mitnehmen kann. So, das schießen wir jetzt nochmal gerade dahin, damit wir nicht so komplett leer loslaufen. Saugen wir hier nochmal ein bisschen Kram an und marschieren dann mit unserem Seppel zurück. Und der schicken Kugel vorne dran. Und dann sehen wir gleich, was das ist. Und zwar ist das ein Ressourcenradar. Der macht alle 10 Sekunden einen Impuls, dass ich sehe, wo Ressourcen versteckt sind und wo nicht. Das ist super. Jetzt verknüpfen wir uns mal gerade mit dem Teil, verkaufen uns mal das und kaufen uns das, damit wir ein bisschen schneller schießen können. Und warten jetzt, bis der Balken vollgelaufen ist, damit wir uns verteidigen können. Macht keinen Sinn da. Ah ne, warte, aktuell gesehen? Ne, ich kann da sogar so bleiben mit meiner Kamera, das ist super. Könnte alles sehen. Na, ich habe jetzt ein bisschen schneller schießen abgegradet, damit er ein bisschen schneller schießt und sich das Geschütz schneller dreht. Also das Maschinengewehr in dem Fall. Weil ist halt wirklich langsam, ne? Diese dicken Muttis, die schießen die Viecher dann an die Wand. Also diese ziemlich hässlichen. So. Ja, da geht das Gebohre. Dann gibt es hier vielleicht noch irgendwas Besseres als eine Ressourcenfinder. Naja, meine, man müsste jetzt natürlich nicht das ganze, die ganze Mine abbauen, das ist schon klar. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt nötig. Aber ich finde halt, dass am Anfang Geld viel ausmacht. Man wird sowieso sterben, das sieht das Spiel wahrscheinlich so vor, früher oder später. Weil mit dem schlecht ausgerüsteten Gerät ist es ja klar. Siehst du, jetzt hat er dir angezeigt, wo Ressourcen sind. Du könntest jetzt gezielt nach den Ressourcen suchen. Macht bei mir jetzt nicht so mega viel aus, weil ich bin ja sowieso schon wieder überladen. Man kann nichts mehr mitnehmen. Man kann nur so viel mitnehmen, wie die gelben Striche hergeben. Ich hoffe, dass man das irgendwann upgraden kann, weil das ist nicht so viel. Ich kann mir das aber eigentlich nicht vorstellen, weil dann würde es wahrscheinlich zu leicht werden. Wenn man so viele Ressourcen aus der Mine schleppt. Oh, wir müssen dann auch mal zurück. Ja, der Weg ist nicht weit, aber trotzdem muss man es nicht ausreizen. Oh oh. Ja. Erstmal alles aus dem Inventar raus. Das wird am Anfang beim Betreten deiner Wandläufer-Gerät-Sache direkt in diesen Ressourcenschacht gezogen. Ich glaube, dass der auf Dauer auch mehr rausziehen kann. Hab aber das Upgrade tatsächlich wenig verstanden bis jetzt. So, jetzt seht ihr schon, jetzt sind das schon mehr Viecher und das werden halt auch immer mehr und immer unangenehmere welche, die mehr Schaden machen und was weiß ich. Am Anfang, wie gesagt, ist das noch relativ locker. Man muss halt auch nicht so super weit kommen. Das ist ja auch klar. Man muss nicht so super weit kommen, weil, ja, geht ja dann auch darum, seine Wandläufersache da zu upgraden. Ne? Wenn der da mehr Haltbarkeit hat oder sowas, dann kommt man damit halt auch deutlich weiter, als wenn man eben da jetzt hier mit dem Anfangskram losrennt. Das ist ja logisch. Ne? Und hier gibt es halt schon relativ viele Ressourcen, muss ich irgendwie feststellen. Es gibt halt kleinere Minen und größere. Ich glaube, dass die wahrscheinlich zufällig generiert werden. Kann man ja, die so sehen immer relativ ähnlich aus, aber ich glaube, dass die Größe und der Inhalt nicht immer zwingend derselbe sind. Also das wäre ziemlich langweilig, wenn man immer beim Start des Spiels schon wüsste, in Mine 1 ist exakt das drin. Ja, und das macht man jetzt hier halt überwiegend. Ich weiß, das ist nichts für ein Let's Play eigentlich, im herkömmlichen Sinne. Aber das ist einfach nicht so ganz spannend auf Dauer wahrscheinlich. Aber ey, guckt euch das an und kauft euch das. Das kostet schon 5 Euro bei Steam. Meine Güte.
Das ist weniger wie eine Schachtel Kippen. Und das kann man wirklich machen. Also jetzt haben wir eine Schrotflinte gefunden mit der hohen Streuung, geringe Feuerrate, aus nächster Nähe äußerst effizient. So, jetzt ist natürlich das Problem, ich war sehr lange hier drin. Wie man sehen kann, ist gleich wahrscheinlich unser Ding Schrott. Ja, man ist halt immer so ein bisschen mit Labern beschäftigt und abbauen, ne? Das ist so. Und jetzt sammle ich ja noch Sachen ein, na klar. Und jetzt kannst du gleich zugucken, wie die Haltbarkeit hier abnimmt. Weil bis ich jetzt vorne bin, ist der bestimmt halb tot. Mit Sicherheit. Weil, wie gesagt, ja, ich habe eine neue Waffe, das ist toll. Kann ich das irgendwie, ja, ich kann es mit Z und X, kann ich es wegmachen. Ich war sehr lang unterwegs. So, jetzt ist mein Gerät kaputt. Und jetzt landen wir wieder hier. So, jetzt kann hier die Haltbarkeit für 250 schon mal verbessern. Das nehmen wir auch direkt mal mit und wir machen auch das mit der Rakete direkt. Die finde ich auch manchmal ziemlich nützlich. Und dann können wir direkt wieder rein. Ne? Geht direkt weiter, ohne große Wartezeit. Kurz laden halt. Ne? So, und jetzt sind wir wieder an derselben Ecke. Ne? Wir starten halt immer wieder am unteren Ende wahrscheinlich. Also unter, wird das immer das untere Ende der Mauer sein. Dann koppeln wir uns hier ab und dann rennen wir hier los. Und erkunden das nächste Stück Mine. Wie gesagt, das können halt auch wirklich kurze sein. Und man findet da teilweise auch echt nette Sachen drin. Das macht einen unglaublichen Spaß. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen. Das ist ein bisschen wie bei Vampire Survivor. Das habe ich mir auch gekauft. Und das kostete, glaube ich, sogar noch weniger. Und das hat auch riesig Spaß gemacht. Ich mag das ja immer ein bisschen lieber als diese großen AAA-Titel, weil ich da teilweise wirklich hart enttäuscht bin. Man da so bei den Releases immer alles sieht und liest und hört und was alle nie funktioniert. Last of Us hier gerade auf PC ist doch das beste Beispiel. Da muss man jetzt erstmal eine halbe Ewigkeit warten, bis das wahrscheinlich auf dem PC spielbar ist. Ich kann da jetzt nicht viel zu sagen. Ich habe es mir nicht gekauft. Ich habe das nur anhand der Rezession schlussfolgere ich das mal, dass es wahrscheinlich nicht ganz so gut angekommen ist. Da war doch jetzt noch irgendwas, was da auch so zerfetzt wurde. Weiß ich gar nicht mehr. Hatte ich aber irgendwie auf was überflogen. So, jetzt können wir mit der 1 eine Zielsuchrakete abfeuern, was natürlich jetzt wenig Sinn macht, weil es kommt keiner, der fliegt. Ich kann euch das aber mal zeigen. So, die fliegt jetzt los und dann macht es Tape. Und dann hast du mit einem Schlag alle drei gekillt. Jetzt könnten wir nochmal kurz hier unsere Bohrgeschwindigkeit ein bisschen upgraden. Und dann müssen wir kurz den Exosuit hier, das Ding wieder abkoppeln, unseren Notanzug quasi. Und jetzt siehst du schon, baut der halt schon einen Tick schneller ab. Klar, ist immer noch nicht mega schnell, aber ey, im Vergleich zu der Standard-Bohr-Geschichte ist das hier wirklich super. Aber zieh mir jetzt durch hier. Hoffen auf schwere Upgrades irgendwie. Aber wirklich, das sieht so unscheinbar aus, das Ding. Aber es ist wirklich, es macht so viel Spaß. Dabei ist es wieder so simpel, vom Prinzip her. Oh, gibt sogar hier ein Upgrade. Irre. Irgendwas haben wir gefunden. Ja, ich mach schnell. Moment, ich muss das kurz nochmal fallen lassen. Ich muss hier Sachen mitnehmen. Wenn wir das einsaugen, jetzt sind wir voll. Wollen wir heute rumdrehen, ab nach Hause. Erstens will ich wissen, was die Kugel macht und zweitens kommen gleich unsere Freunde und beschießen uns wieder. Mit totaler Begeisterung. So, was gibt's denn diesmal? Den Overdrive. Alle 60 Sekunden kannst du für kurze Zeit beschleunigen, indem du die Umschalttaste drückst. Naja, das ist ja super. So, dann connecten wir uns mal wieder mit unserem Spider und dann warten wir drauf, dass die Jungs kommen. Machen wir gerade hier an der E-Zigarette ziehen und dann läuft's. Ah, da geht's schon los. Ich schieß mal. Mal gucken, was bei rauskommt. Oh, er schießt natürlich auf den hinteren, nicht auf die drei vorderen. Wir können was upgraden. Ich wäre hierfür und hierfür. Und dann steigen wir aus und holen Nachschub.
Ja, wir hätten auch das schneller laufen machen können. Das hätte vielleicht sogar Sinn gemacht. Da gibt es bestimmt auch eine Reihenfolge, die wirklich gut funktioniert und die viel besser funktioniert als alle anderen. Ich glaube ja daran, dass man tatsächlich so effizient in der Mine sein sollte wie möglich, damit man nicht so viel Zeit vergoldet. Aber ich bin, wie gesagt, ich habe da jetzt heute so ein bisschen reingeguckt. Und ja, das ist, das eskaliert dann immer direkt so ein bisschen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich mache da mal ein Video von. Das wird jetzt nichts, was regelmäßig kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ist ja so ein bisschen wie bei Airport CEO. Das ist ja auch irgendwie eher... Es ist nicht so flott. Man forscht ziemlich viel. Man muss ziemlich viel warten. Man guckt ziemlich viel zu. Es ist ziemlich langwierig. Auch wenn ich es irgendwie nett finde. Aber naja. Langwierig ist es halt. Ah, das ist der Overdrive. Okay. Das habe ich verstanden. So, wollen wir mal gucken. Ah, hier kommt wieder so eine Brutmutter. Das ist hier das Vieh, was die anderen Viecher an die Wand schießt. Ja, vorher wäre es vielleicht clever, wir schießen die Fliegviecher tot. Also die schießt an die Wand und halt auch auf dein Flugzeug, auf deinen Landläufer. Ich bin mir nicht sicher, ob der dann Schaden nimmt, wenn die da drauf klatschen. So, jetzt sind wir schon mal fertig. Dieser Overdrive, siehst du da oben jetzt die Anzeige, das ist der Overdrive, der jetzt aufladen muss. Ich habe den ja gerade benutzt für den Rückweg. Und das ist auch eine ganz nett eigentlich. Ist man vielleicht ein bisschen mobiler. So, Inventar ist sowieso schon wieder voll. Wir bohren mal weiter in der Hoffnung, dass man da vielleicht noch irgendwas Cooles findet. Hier könnte wieder ein extra Raum dran sein. Jo. Da ist auch nicht immer dasselbe drin. Was gibt's diesmal? Ein Pfahlwerfer. Naja. Diese Waffensachen, das ist immer ein bisschen schwierig. Den Pfahlwerfer, den... Naja, da musst du halt zielen, ne? Und der ist nicht so schnell. So. Ja, ich gehe gleich zurück. So, jetzt machen wir nach Hause. Ist immer so die Frage. Ich bin dann immer so, wie effizient ist das, die Mine komplett auszuräumen? Aber ich bin auch so, dass sich das mir schwerfällt, es nicht zu machen. Ich verschwende es nicht gern. So, jetzt können wir dann schon mal wieder was upgraden. In dem Fall machen wir mal das und wir machen das. Dann laufe ich gleich ein bisschen schneller und wir haben ein bisschen mehr Bums in der Waffe. Ich kann also die Kugeln machen mehr Schaden. Und jetzt können wir hier mit Z und X zwischen, das ist der Pfahlwerfer. Ja. Und das ist eben hier die andere Waffe und die finde ich in dem Fall jetzt ein bisschen schöner, weil der Pfahlwerfer nicht so weit fliegt. Kann natürlich sein, dass das für die Wand hier gut ist, das weiß ich aber nicht. Das können wir ja gleich mal austesten. Aber für die Wand ist das tatsächlich super, weil der dann alle killt. Ah, das ist aber auch nur nach unten so. Nach oben ist schon wieder blöd. Aber funktioniert auch. So, jetzt sind wir noch ein bisschen schneller unterwegs. Jetzt machen wir Overdrive. Es geht ja eigentlich quasi nur noch darum, die restlichen Ressourcen einzusammeln und den Rest hier auch abzubauen. Dürfte ja eigentlich nicht mehr ganz so viel sein. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwelche Geheimnisse drin sind, weil den letzten Raum haben wir ja nur schon erkundet. Wo die Pfahlwaffe drin war. Aber das gibt halt Geld, ne? Also das, was auch immer das für Geld sein soll. Ich habe keine Ahnung. Es ist ja irgendeine Währung. Man holt da ja irgendwas raus. Und jetzt können wir dann eigentlich nochmal zurück und dann weiß ich nicht, ob wir es schaffen mit Overdrive hin und zurück in der Zeit, bis die Viecher da sind. Ich würde es einfach mal probieren. Mehr als sterben geht ja nicht, ne? So, wir sind einmal leer. Ich würde es für den Rückweg aufheben, tendenziell. Da kann ich mehr nutzen. So, die drei lasse ich hier. Da komme ich nicht nochmal für zurück.
Das ist nicht mein Ziel. Ah, der Overdrive geht dann auch nur so lange, wie die Leiste ist. Okay, habe ich verstanden. So, einsteigen. Abkoppeln. Waffe wechseln. Kurz warten. So, die möchte ich gerne sehr weit. Können wir kurz... ich hätte gern... Warte mal, was macht denn das? Kugelsprung? Weiß ich nicht, was das heißt. Schaden von jeder Kugel. Das finde ich jetzt gerade gut. So, nach unten können wir kurz den anderen Pfahlwerfer benutzen. Den Pfahlwerfer, weil der fliegt ja dann durch alle durch. Dann sind die schon mal alle tot. Naja, komm her jetzt hier. So ein Radau. Und wenn die da stehen, dann macht der auch nach oben Sinn. Und dann können wir weiterlaufen. An der Wand hoch. Da gehst jetzt eigentlich auch nur bis zur nächsten Mine. Und dann dockst die wieder an und machst dasselbe wieder. Aber wie gesagt, es macht halt wirklich Spaß. Das ist unfassbar. So, abkoppeln. Und los geht's. Na, guck mal, hier haben wir direkt... Was haben wir hier? Gibt es eine große Flut? Und ist das nicht der Beweis dafür, dass die Mauer nicht unendlich ist? Ich möchte es einmal so ausdrücken. Wer hat gesagt, dass die Mauer bis auf die Grundmauern überflutet ist? Interessant, interessant. Da ist wer tot. Können wir wieder einsteigen? Haben wir jetzt hier so einen grünen. Mit so einem grünen, den brauchst du halt dann hier auch für manche Updates hier da hinten zum Beispiel. Wenn der Robo-Spider sich reparieren soll, brauchst du drei Grüne, dann kannst du dich reparieren. Und du kannst den Overdrive verbessern, dann gehst du hier oben mit AD, kannst du dann da hin und her springen. So, dann können wir hier direkt wieder abkoppeln und können weiterlaufen. Bis zum nächsten Mineneingang. So. Wir docken an. Unser Robokünstler schießt einmal rein. Ich hole die ersten Mineralien raus. Weil wir müssen ja gleich wieder kriegsfähig sein. Ich glaube auch nicht, dass... Doch, oh, ich kriege sogar diesmal alle mit. Das ist ja Wahnsinn. So, ab zurück zum Schiff. Also zum Wandläufer. Dann können wir mal gucken, ob wir noch was upgraden können. Wir könnten die Bewegung des... die Bewegung upgraden, dass er sich schneller drehen lässt. Weil es kommen halt auch ungemütlichere Gegner. Wie der da. Das ist nicht gerade mein Freund. Und ich fürchte, die... Warte mal. Ah, die kommen eigentlich immer auch von beiden Seiten. Ich hatte jetzt gehofft, dass der schneller von unten kommt. So, da ist er schon. Oh, jetzt drehen wir uns rum. Und für die drei reicht das. Dann koppeln wir ab. Und dann... Machen wir weiter. Oh, Entschuldigung. Großes Entschuldigung. Schneide ich raus. Hoffe ich. Mit Störgeräusche nerven. Auf jeden Fall... Das hier extrem interessant. So, mal gucken, dass wir uns nicht so weit vom Eingang. Wir haben aber auch noch den Overdrive. Das kann man ja auch dann nutzen. Sind jetzt hier am Boden angekommen. Dann pudeln wir mal wieder nach oben. Ja, ja, ich nehme mal alles mit. Ich bin da geizig. Das wird vielleicht auf Dauer gar nicht clever sein, aber. Das müsste ich ja erstmal rausfinden. So, warte. Bevor wir da jetzt irgendwelchen Schiss machen, Waffe wechseln und dann gucken wir mal, was wir noch erforschen könnten. Da brauche ich 16 für. Ach, 4 von denen, okay. Naja, wir könnten dann den Kugelsprung, was genau das übrigens heißt, das müsste man vielleicht auf Englisch stellen, damit man das besser versteht. Ja, und das kannst du alles upgraden hier, ne? Also, da kannst du dann hier noch so weit runter. Oh, und dann gibt es hier noch das D. So, keine Ahnung. Also, könnte auch noch mehr sein dann später. Ich bin ja noch nicht so weit gewesen.
Wollen wir mal abwarten, was jetzt passiert. Da kommt erstmal wieder hier so ein Fliegschiss. Der hässlichen kleinen Viecher. Oh, von oben kommt der. Den würde ich gerne killen, bevor ich die Rakete zünde. Ich hoffe, die fliegt jetzt auch noch da unten. Nein, da fliegt es nicht. Oh, warte mal, wir könnten mal probieren. Ah, Pfeilwerfer ist gewöhnungsbedürftig, aber nicht so schlecht wie gedacht. Ich habe gedacht, das Ding ist mieser. Geht aber eigentlich. Tötet halt immer mehr Viecher, ne? Das ist immer ganz cool. Bauen wir uns mal hier durch. Mal gucken, was auf uns wartet. Saug's doch ein. Zeit ist jetzt nicht gerade das, was ich habe. Es ist aber auch nur so lange entspannt, wie es nicht schwieriger wird. So. Jetzt könnten wir tatsächlich mal gucken. Update nochmal das. Mehr kann ich nicht, ne? Nein, wir könnten am Overdrive wahrscheinlich was machen. Da gibt es einen Geschwindigkeitsbonus. Mir würde es besser gefallen, man könnte ihn öfter benutzen. Dann warten wir mal. Ja, ich warte jetzt, bis die hier sind. So. Dauert nicht mehr lange. Dann sind sie da. Mal gucken, was jetzt kommt. Hässliche Viecher. Die fliegen. Oh. Kommen neue Viecher. Oh. Ich muss öfter schießen als einmal. Das finde ich schon mal aber nicht so cool. Erreicht dich bis hoch. Toll. Das ist das Problem an der Pfahlgeschichte. Die schießt nicht so super weit nach oben, weil sie halt der Gravitation unterliegt. Was eigentlich auch wieder ganz cool ist. So, wollte ich jetzt hier rein eigentlich nochmal? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Ah ja, doch, ich wollte definitiv nochmal. Oh, hier gibt es auch noch ein Update. Gut, dann hat sich das Ganze ja bezahlt gemacht. Mal gucken, was es jetzt gibt. Kann ja auch durchaus Müll sein. Was man nicht so braucht. Aber ich habe mein Ding geupdatet, das fällt auch kaum auf, ne? Ein besserer Bohrer, oder? Macht schon was her. Ja, kann man schon so ein bisschen da durchfliegen. Na, gehen wir mal hier hinten reingucken, was es hier so gibt, was hier so los ist. Das ist ein Riesending offensichtlich. Manchmal gibt es dann halt auch so versteckte Räume mit Verbesserungen. Ich hoffe dann immer so einen noch zu finden. Ja, wir müssen auch gleich zurück. Ich sehe es. Es ist auf jeden Fall... Ist es ein nötiges Übel. So, zurück. Mal gucken, ob der Overdrive, der wird sicherlich dann irgendwann voll werden. Dann können wir den ja benutzen. Weil jetzt ist der Weg halt schon relativ weit. Oh, das Ding noch mitnehmen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Himmels Willen. Das könnte was Gutes sein. Du hast eine Bombe gefunden. Naja gut, das ist jetzt... Das hilft jetzt bei der Abwehr nur bedingt. Ah, okay, wir haben das Teil. Dann wollen wir mal gucken, wie weit das hier reicht. Ah, wir gehen mal nach hier unten. Wie viel muss ich denn da schießen? So, wir schießen mit der 1. Oh, was ist denn jetzt? Warum kann ich denn das Ding nicht bewegen? Was ist denn da los? Ich habe Probleme. Hä? Achso, ich habe mich disconnected. Das ist natürlich ziemlich dämlich. Ah, ich habe mich schon wieder disconnected. Ah,
Ah, das sollte ich rausschneiden, das ist ja peinlich. Himmel, Herrgott. Schieß mal die Rakete ab. Und schieße bitte nicht auf den da oben. Weil auf den da oben schieße ich selber. Ja, das wird knapp. Aber nochmal gerade so geschafft. Heißt natürlich jetzt, dass es wird nicht mehr lang reichen, aber ich kann zumindest erkunden. Was jetzt ja nichts bringt, aber es bringt Geld. Und Geld ist in dem Fall tatsächlich nicht uninteressant, weil dann kann man ja Haltbarkeit aufleveln und sowas. Und das ist dann durchaus schon wieder sinnvoll. Finde ich. Ah. Inventar voll. Super. Klasse. Setzen wir uns mal da rein und gucken mal, was wir machen können. F. Maschinengewehr. Da geht was, aber das bringt nichts mehr. Wir machen schneller. Beim nächsten Angriff sind wir sowieso so gut wie tot. Also mit den drei Lebenspunkten kommst du da nicht mehr weit. Räumen wir lieber noch die Mine aus. Lieber noch die letzten Ressourcen rausballern. Also die hier, das da. Nicht mal das, was updatet. Das ist ja, da kriegst du, weiß ich nicht, ob man davon was hat, wenn man die mitnimmt und über hat, keine Ahnung. Aber ich befürchte auch, dass wir die Mine nicht leer kriegen. Ich sehe nämlich, hier ist noch reichlich Material vorhanden. Aber wir hätten ja die Bombe mitnehmen können. Habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Mal ganz davon ab, ist die am Anfang auch gar nicht so stark. So, gleich müsste unser Spiderläufer, Wandläufer kaputt sein. Er wird, glaube ich, schon beschossen. Das Bild wackelt zumindest. Da ist er explodiert. So. Robo-Spider wurde zerstört. Okay. So, jetzt können wir natürlich noch ein weiteres Upgrade kaufen. Ich würde mich dabei jetzt erstmal wieder für die Haltbarkeit entscheiden. Ich habe noch 1400. Wir könnten natürlich noch... Was könnte man denn noch? Das könnten wir noch mitnehmen. Wunderschön. So, und jetzt ist die Frage. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo und ein Like da. Und dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und es ist eine Inspiration. Also ich meine, ich würde das kaufen. Sofort. Ist ein geiles Ding. Macht mega Spaß. So, Kleiner, ich hoffe, du hattest auch Spaß beim Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.